Hallo ihr Lieben, ja, wir sind wieder aus dem Urlaub zurück und es geht endlich weiter mit neuen Videos. Heute möchte ich mit euch wieder ein schönes Augen-Make-up zaubern und wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon meine Grundierung wieder schön vorbereitet und ja, dann bleibt dran und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Dann geht es jetzt auch schon direkt los. Ich habe mir überlegt, wieder weiterzumachen mit dem Thema Früchte Augen-Make-up. Und wir hatten auf jeden Fall das Thema Erdbeere oder Erdbeer-Augen-Make-up noch nicht. Und daher werden wir heute mal dieses Make-up zaubern. Passend dazu habe ich jetzt einen neuen Splash-Lippenstift mir gekauft. Und zwar ist das dieser hier in dem Rotton und Sizzling. Sizzling oder Sizzling wird der ausgesprochen oder nennt er sich. So sieht er aus, also wirklich ein richtig schön knalliges Rot. Und da werde ich natürlich mit den Farben der Erdbeere arbeiten. Und es geht natürlich wieder los mit der Palette Nummer 7, meine absolute Lieblingsfarbpalette. Und da werde ich natürlich das Rot hier vorne verwenden. Das Grün natürlich, ja, für das Grüne, was natürlich mit an der Erdbeere dran ist. Und auch ein wenig Gelb wird mit eingearbeitet, um die Kerne sozusagen farblich nochmal mit zu präsentieren. Dann werde ich, um das Ganze so ein bisschen aufregender zu gestalten, noch einen schwarzen Eyeliner hier mitverwenden. Und natürlich darf nachher zum Schluss der Highlighter und der Bronzer nicht fehlen. Dann nehme ich euch jetzt im Schnelldurchlauf auch wieder mit. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt beim Schauen.
So, ihr Lieben, mein Make-up ist nun fertig und es ist ein wenig anders geworden als so, wie ihr es sonst kennt. Und das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie direkt die Frucht optisch nachgeschminkt, sondern mehr die Farben halt verwendet. Und wie ihr sehen könnt, also hier weicht es halt so ein bisschen ab, der rote Lidschatten zu dem roten Lippenstift. Aber ich finde, das passt trotzdem farblich so ganz gut zusammen. Und ja. Hier haben wir dann halt, wie gesagt, das Rote für das Fruchtfleisch, dann ein wenig Grün, wie es ja oben an der Erdbeere auch mit dran ist. Und hier unten haben wir noch ein bisschen Gelb, was halt nochmal die Kerne symbolisieren soll. Und ja, dann halt noch den Lippenstift, um das Ganze so ein bisschen, ja, nicht so knallig zu haben, also um das so ein bisschen runterzunehmen, habe ich jetzt noch diesen hier mit verwendet. Ja, sonst wirkt es halt ein bisschen doch zu knallrot. Ansonsten natürlich den schwarzen Eyeliner noch mit aufgetragen, um das Make-up noch ein bisschen aufregender zu gestalten. Und selbstverständlich auch mein Mascara wieder mit aufgetragen. Auch erst wieder den Primer, dann den Mascara zum Definieren, also den Epic Mascara. Und im Anschluss den 4D Epic Mascara, um halt mehr Volumen noch zu zaubern. Dann habe ich mich entschieden, auch noch heute Rouge wieder mit aufzutragen. Das heißt, ich hatte heute den Bronzer, oder habe ich den jetzt mit drauf? Den Bronzer. Dann natürlich den Highlighter, um ein wenig Glanz mit aufzutragen. Und ja, mein Rouge, um ja, das einfach nochmal ein bisschen schöner zu gestalten. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video soweit wieder gefallen. Ich verlinke euch das Ganze natürlich wie immer. Und falls ihr die Produkte nachkaufen möchtet und auch nachschminken möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr noch so sehen möchtet an Früchte-Make-up, was euch noch so einfällt oder ob das vielleicht doch eine lustige Idee ist, mal Richtung Gemüse zu gehen oder sogar vielleicht in die Tierwelt. Ich glaube, Marienkäfer sieht auch richtig toll aus, wenn man das als Make-up schminkt. Oder Leoparden-Make-up, das ist dann nochmal so eine kleine Herausforderung für mich, ist mal was ganz anderes. Sieht aber bestimmt auch echt toll aus. Ja, es gibt ja noch so viele Sachen. Also schreibt es mir einfach mal gerne in die Kommentare und dann schaue ich mal, was ich daraus machen kann und wie ich das Ganze dann umsetze. Ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir einen Daumen nach oben da lasst und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!